Wo liegt der Ursprung der aktuell brisanten Ereignisse zwischen den Israelis und den Palästinensern, zwischen den Juden und den Moslems? Ist es möglich, dass dieser Konflikt bereits vor über 3800 Jahren seinen Anfang genommen hat? Was können wir aus diesem Konflikt für uns ganz persönlich lernen? Und welchen Lösungsansatz offenbart uns die Heilige Schrift? Vor über 3800 Jahren wurde Abram aus seinem Land herausgerufen. Gott sprach zu ihm und sagte: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Abram hatte die Verheißung bekommen, dass der Messias als einer seiner Nachkommen in diese Welt kommen sollte. Es gab aber ein Problem. Abrams Frau konnte keine Kinder zur Welt bringen. Sie war unfruchtbar. Es steht geschrieben: Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Und Sarai sprach zu Abram: Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Gott hatte Abram verheißen, aus ihm ein großes Volk zu machen. Und dafür war es notwendig, dass er Nachkommen haben sollte. Abram hat aber nicht gefragt, ob es Gottes Wille war, dass er sich eine zweite Frau nimmt. Und das war ein entscheidender Fehler. Abram nahm Hagar zu seiner Frau und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Am Beispiel dieser Familie sehen wir den Ursprung dieses Konflikts. Hochmut, Stolz, ich bin besser als du. Ich kann Kinder zur Welt bringen, du aber nicht. Fruchtbarkeit wurde zur damaligen Zeit hoch angesehen und hier entstand der Hochmut in dem Herzen von Hagar. Was passierte danach? Sarai demütigte die Hagar und die Hagar floh vor ihr. Die Feindschaft war also beidseitig. Nachdem Hagar geflohen war, kam der Engel des Herrn zu ihr und sagte ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und hier sehen wir den entscheidenden Lösungsansatz in diesem Konflikt. Vor einiger Zeit habe ich ein Zitat gelesen, in dem es heißt: Wenn Stolz und Selbstsucht abgelegt werden, dann können 95% der zwischenmenschlichen Konflikte in 5 Minuten geklärt werden. Demut und gegenseitiges Verständnis kann viele Konflikte innerhalb von kurzer Zeit beenden. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben. Das bedeutet: Gott hört. Er wird ein wilder Mensch sein und seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Bereits vor seiner Geburt wusste Gott, welche charakterliche Ausprägung Ismael haben wird. Und bis zum heutigen Tag geben die Eltern nicht nur ihre Gene, sondern auch so manche Herzenseinstellung und Gesinnung an ihre Kinder weiter. Stolz, Selbstsucht, Bitterkeit, Hass kann auch an die Kinder weiter vererbt werden. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir von ihr einen Sohn geben. Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund, für seinen Samen nach ihm. Nachdem Isaak geboren und entwöhnt wurde, sah Sarah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Mit anderen Worten hat sich Ismael, der Sohn der Hagar, über Isaak, den Sohn der Sarah, erhoben. Stolz und Hochmut hatte sich auch in seinem Herzen offenbart. Sarah sprach zu Abraham: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Gott hat gesehen, dass es hier zu einer Trennung kommen musste. Die charakterliche Ausprägung, die Wesensart der beiden Kinder hat nicht zusammengepasst. Eltern geben viel an ihre Kinder weiter,
ob nun durch die Gene oder die Erziehung. Und Gott sah voraus, dass es nicht gut ist, wenn diese unterschiedlichen Persönlichkeiten gemeinsam aufwachsen. Manchmal ist es auch in unserem Leben notwendig, in so manchem Konflikt, der sich nicht friedlich lösen lässt, von gewissen Menschen Abstand zu halten. Abraham hatte Hagar und Ismael wegziehen lassen. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran. Und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Ismael lebte im Süden vom heutigen Israel. Er wurde ein Vater der Araber. Zu Beginn hatten sowohl die Nachkommen Isaaks als auch die Nachkommen Ismaels den gleichen Gott angebetet. Später haben viele der Nachkommen Ismaels, die Araber, den Islam angenommen. Und so sind zwei große Religionen entstanden, das Judentum und der Islam. Was möchte Gott uns durch die Familie Abrahams lehren? Seine beiden Söhne, Ismael und Isaak, stehen für eine tiefgehende Typologie. Jeder vertritt eine bestimmte Ideologie. Es steht auch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich zwei Bündnisse. Wir aber Brüder sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene, den gemäß dem Geist geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift, treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Der Konflikt zwischen diesen beiden Söhnen repräsentiert heute den Kampf zwischen zwei großen Ideologien. Warum? Weil jeder der Söhne ein Prinzip verkörperte. Ismael verkörperte eine fleischliche Gesinnung, Isaak eine geistliche Gesinnung. Ismael wurde aufgrund von eigenen Werken geboren. Isaak wurde auf Warten und Vertrauen auf die Verheißung Gottes in die Welt gebracht. Der Konflikt damals und der Konflikt heute in Israel kann für uns ein Sinnbild darstellen. So wie der Krieg wütet, so gibt es in jedem unserer Herzen einen Kampf. Das Fleisch und der Geist kämpfen gegeneinander. Was war die Lösung in dem Konflikt? Unterordnung, Demut. Solange sich beide Parteien daran gehalten haben, gab es zeitweise Frieden. Auch in unserem Leben ist es notwendig, dass wir uns entscheiden, wer die Überhand haben soll. Wenn wir bereit sind, unsere fleischliche Gesinnung, unsere fleischlichen Lüste unter den Geist Gottes unterzuordnen, uns unter die Hand Gottes zu demütigen und im Vertrauen aus seiner Hand das annehmen, was er für uns vorgesehen hat. Und zwar im Glauben, dass er es gut mit uns meint, dann werden auch wir Sieg über das Fleisch und die Sünde in unserem Leben in Empfang nehmen können. Abraham wird in der Heiligen Schrift als Hebräer bezeichnet. Aus ihm kam Isaak, der wiederum hatte zwei Kinder, Esau und Jakob. Aus Jakob wurde Israel und aus Israel kam später der Stamm Juda und somit auch die Juden. Die Frage ist, von wem haben die Israeliten ihren Namen bekommen? Welche Rolle spielt Israel konkret in der Prophetie? Warum könnte sich dieser Konflikt im Nahen Osten auf einen globalen Krieg ausweiten? Mit diesen Fragen werden wir uns in den nächsten Themen genauer beschäftigen. Ich möchte dich heute gerne fragen, gibt es in deinem Leben Dinge, von denen du erkannt hast, dass sie gut sind? Hast du den Willen Gottes für dich in deinem Leben, zumindest in bestimmten Bereichen, erkannt? Und spürst du manchmal in dir einen Widerstand gegen Dinge, die gut sind? In dem Kampf gegen das eigene Ich können wir nur siegreich sein, wenn wir bereit sind, unsere Herzen Gott ganz auszuliefern, uns ihm ganz hinzugeben. Wenn du wissen möchtest, wie du dich Gott von ganzem Herzen hingeben kannst, dann werde ich dazu unten ein Video verlinken. Möge Gott dir die Erfahrung und den Sieg in Christus schenken. Bis zum nächsten Mal.